Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Metro 2033. Falls ihr wundert, wo der Typ ist, er ist gerade ein Stück vorgelaufen, weil ich, hier natürlich in der Aufnahmetaste drücken musste. Und da ist mir der Typ einfach abgehauen. So. Wir sind jetzt hier in der Kanalisation. Wurden ja gerade von einem schönen Licht begrüßt. Und ja, schauen wir uns, der Weg hier weiterführt bei diesem. Was? Mach das nochmal. Oh, guck mal, ein toter Mann. Wird glaube ich nicht der letzte sein. Was hast du so dabei? Eine Maske. Oh, der hat ein bisschen was dabei gehabt, du. 30 von der geilen Munition. Lol, okay. Von der geilen Munition. Das hat man doch gerne. Beziehungsweise sieht man doch gerne. So, gibt's hier irgendwas? Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. So. Na, erzählst du mir auch mal wieder irgendwann was, oder? Und hier ist der Markt. Oh. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, da war was Lautes, da war was Lautes, ich will die Schatten gleich aus. Nein, 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 wir sind doch... Hey, Leute, aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Warum geht denn, geht sein Licht so weit, aber meins nicht, das ist unfair. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Ach, ist es das? Na, Alter! Nach uns schreit. Dass er uns umbringen will. Ja, ich auch. Du hast eine coole Shotgun, ich nicht. Geh weg von mir! Ich bin immer froh, dass wir den normalen Spielplatz gerade ausgewählt haben und nicht den schwierigen, weil es hätte jetzt... Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh doch tot. Was? Hey, die haben doch gerade eben... Nachladen. Oh Gott, da kommen ja noch mehr, da kommen noch mehr. Nein, 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 cute. Lad nach. Oh Gott, das ist ja wie Halloween. Nur dreimal schlimmer. Oh lol. Ja, siehst du. Du, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Ja, meinst du, ich verstehe Spaß? Mörben, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wenn die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Schwierig. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, ich trinke man gerne. Wir haben eine ich glaube, die AK bekomme ich. Dann sind wir aber ich will lieber die Shotgun haben. Wenn ich die AK von dir. Die AK von dir ist langweilig. Ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. ach ja. Immer diese Witzbolde. Ah, das ist so schön. Da kommt mir fast eine Träne, du. Pass mal auf hier mit deinem Gewehr, ne? Ich habe auch eins. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld. Und wollte schnell weg. Ups. Das war... ihr Ladevorgang. Wird aber noch ziemlich lange, du. Ich hab vergessen, meinen Timer zu stellen. Wo ist er? Da. So, oh, drücke die B-Taste.
Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, ins Licht langsam. Kommen. Ach, der schon wieder. Ich bombs dich weg. Sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Lol, warum haben wir Frame Drops? Alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? What? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ich schau mal, warum ich gerade den Frame Drops hab und sag mal, bis gleich. Okay, ich kann schon so viel sagen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ja, ich habe gerade eben alles geschlossen. Komm, lass uns auf der Festplatte habe ich auch noch Platz. Und du hältst dein Auge auf den da. Naja, halt mal ein Auge auf den da. Aber da ist was zum Lesen. Das hätte ich gerne. Nicht ja. Oh, Leute, da fehlt mir auch schon wieder eins. Eintrag 1. Ja, ohne Bourbon wäre ich nie hierher gekommen. Er ist überall zu Hause und kennt jeden. Wie ich schon vermutet hatte, gab es zwischen ihm und den örtlichen Bewohnern einen alten Disput. Aber wie es scheint, hat Bourbon das geregelt. Okay, 2 FPS. Why? Warum? Jetzt habe ich wieder 40, jetzt habe ich wieder 20, jetzt habe ich wieder 10. Jetzt geht's wieder hoch. Muss ich das verstehen? PC, ist alles gut mit dir? Jetzt sind sie wieder 50. Na, mal schauen. Wo war ich? Wie ich schon vermutet hatte, gab es zwischen ihm einen Disput. Wie es scheint, hat Bourbon das geregelt. Was kaum überrascht, da Prospekt Mira zu Hanse gehört. Prospekt Mira? Okay. Eine Handelsunion der Ringstationen, dem reichsten der Staaten in der Metro. Die Bürger der Hanse. Ihr Reichtum wird durch den Handel mit anderen Staaten und freien Stationen gesichert. Stellen Profit verständlicherweise über alles. Ich glaube, Bourbon hat ihr Vertrauen früher schon einmal ausgenutzt. Und jetzt musste er versprechen, dass er das mit Zinsen wieder gut macht. Das einzige Problem ist, dass es diese Redensart gibt. Schulden hat man besser beim Teufel als bei der Hanse. Es wird nicht leicht für ihn werden, das wieder gut zu machen. Stillgestanden! Ich rede mit dir! Ist mir wurscht, du stinkst. Du bist scheiße, geh weg. Ich box dich um, Junge. Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen. Wie heißt du, möchtest mein Freund? Du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefällig. Nein, du stinkst. Schau mich nicht so an. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass sich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaufen lassen. Krass. Aber warum steckst du mich auch mit in deine Probleme rein? Das finde ich jetzt ein bisschen unfair von dir. Warum ist hier so dunkel? Ich sehe nichts. Da geht's in eine Ecke. Da kann man sich verstecken. Ich sehe hier nichts. Oh, ist einfach nur eine Ecke, wo man sich verstecken kann wahrscheinlich. Da kann man rein. Soll ich da rein? Ich weiß nicht, geht's einfach mal da rein. Das ist wurscht. Hi. Daher dachte ich, es wären Ratten untergleichen. Aber sonst. Hey, ihr seid ja immer cool. Oh, du schläft. Also nahm der Stationskommando. Meins? Zwei, reicht. Genau, nochmal welche. Eine Patrouille wurde hinterhergeschickt. Die Tunnels waren. So. Lol, ich dachte gerade, das wäre so eine Mütze, aber. Die Späher. Ist der hier? Nee, da ist er noch. Ich dachte schon. Wir haben es da schlagen oder sowas. Hi. Hi! Bist freundlich? Weiß ich nicht. Mir egal. Nun, zur Hanse können wir nicht. Coole Zeichnungen. Hier sind ein paar Patronen. Naja, ja. Filter, ja? Ich habe eine Idee. Was, du hast Ideen? Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Naja, mach mal. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Meter. Ich hab ungefähr 5, was? U-Bahn-Station Mast. Ja. Market. Geh mal weg da, wenn wir uns kaufen. Komm, schau dich um!
Was hast du so? Nichts. Genau das Richtige, um etwas gleich zu tun. Ah. Oh, also die Waffen, okay. Da will ich, da will ich. Da. Die Schatten. Ja, warte. Ich soll was nicht kaufen. Filter, hat er gesagt. Brandgrenze. Und Probleme beseitigt. Kaufen wir mal einen. Wird schon reichen. Medipacks, kaufen wir auch noch eins. Also ich mal zu dir. Was hast du so? Ich will mal eine Waffe von dir. Welche hast denn du so? Einfach kaufen und schießen. Ich habe Verlust auf, oder? Nee. Hübsche Waffe. Das ist die Trommel. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Oh, aber 70. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Und die 15 drauf und holen sie eine Luftdruckwaffe. Nehmen Sie sie! Ist sie leise und genau. Baut hier wahrscheinlich. Gut, so eine Art Sniper wäre das dann. Sowas kann ich halt eben auch echt mal gebrauchen. Ach komm, egal. Abgemacht. Anpassen. What the fuck? Wie kostet das? 45! Ja! Schaut so den Laservisier, Mann. Können wir keine Munition kaufen? Was? Was kostet die wahrscheinlich 10, oder? Was habe ich denn da drinnen? Nichts oder wie? Kann ich Herausforderung machen. Kriegt er wahrscheinlich so Grafik für. Der verkauft. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Die Sterne auf den Türmen haben eine hypnotische Wirkung. Da verkaufen. Und du kannst nicht mehr weggucken. So. Nach einem Augenblick wirst du hineingesogen. Und alle Tore stehen bequem offen. Deshalb gehen die Stocker nie alleine zur großen Bibliothek. Wenn einer von davon ihnen zwei Stück, kann der andere ihn ins Bewusstsein bringen. Komm. Lol. Ups, ich hab gerade ihn verkauft. Habla. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Ja, geschehen. Hey Mama, lass uns eine Ratte kaufen. Sei still, Kathy. Ich habe erst letzte Woche eine gekauft. Wow. Lal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 
gedrückt hast und linke Maustaste. Bewegung, Junge! Die haben doch gerade gesagt, schnappt sie euch! Artyom. Ja. Artyom ist eigentlich ein recht cooler Name. Für so einen russischen Helden. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie lange ich wieder aufnehme. Und jetzt ganz vorsichtig. Okay, 15 Minuten, sag mal noch. Oh, Gasmaske. Gib ihm. Oh, gib. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Ja, der ist... Wahnsinn. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. What the fuck? Was haben wir denn hier? Ah, Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Meinst du? Ein bisschen Mund. What? Klasse. Danke, mein Freund. So, gibt's hier sonst noch was? Da drin vielleicht? Nee, oh, mein Nas juckt. Was? Also Filter austauschen. Jetzt schon. Krass. Ja, ich soll ja. Bereit? Gehen wir. Nein, ich bin noch nicht bereit. Mann! Nee. Oi, oi, oi. Hä? Was ist denn da? Da ist nichts dran. What the? Okay. 100 Pro ist hier oben. Alles ist gut. Ich bin nicht hier. Ha! Was gefunden, Mann. Und du wolltest schon vorgehen. Lächerlich. So, was haben wir denn hier drinnen? Cool, geht nicht auf. Kommt man da irgendwie rüber? Ja, da. Schnipp. Hier ist eine Tür. Tür geh auf. Da springt mich irgendwas an. Lol. Was zum Lesen? Und safe. Nö. Oh, Mark, da fällt mir schon wieder eins. Ach, egal. Vor dem Tag, an dem ich in der Metro endete, träumte ich davon, wieder nach oben zu gehen, diese magische Stadt meiner Träume wiederzusehen, die lebendige Stadt meiner Kindheitserinnerungen. Doch was ich tatsächlich auf der Oberfläche sehe, ist ein Gespenst, ein Albtraum. Ich kann sie nicht wiedererkennen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich früher dort gewohnt habe, dass meine Mutter und ich dort gewohnt haben, wie glücklich wir waren, oder auch nur ihr Gesicht. An nichts davon kann ich mich erinnern. Wie ich gehofft hatte, dass ihr Gesicht, ihr Lächeln wenigstens für einen einzigen Moment zurückkommen würde. Wenn ich nach hier oben ginge, es geschah aber nicht. Ich bin völlig allein und ich habe kein anderes Zuhause mehr als die Metro. Das ist ziemlich, ziemlich bitter, mein Freund, aber da kann ich auch nichts dafür. Da ist eine Jacke. Kann man die Jacke mitnehmen? Was ist damit? Warum kann ich das nicht aufmachen? Das ist bestimmt eine coole Kiste, wo Zeug drin ist. Hier ist... Alles klar, ich will auch so eine... Mann! Ich dachte, das wäre jetzt so cool wie in GTA oder so, aber nein. Das ist natürlich nicht. So, jetzt rennen wir wieder runter zu unserem kleinen gefiederten Freund. Ich weiß nicht, ob er gefiedert ist, aber es ist halt unser Freund. Ich komme! Wo ist er hin? Da. Was leuchtet also rot?
Lass es mitnehmen. Rot ist immer mitnehmen. Haha. Ein Schlüssel. Gib ihn mir. Was kann ich jetzt mit dem Schlüssel machen? Nichts. Oben das Ding aufmachen. Oh, ich will aber noch keinen Filter austauschen. Du stickst mir jetzt. Ist mir jetzt egal. Ach komm, egal. Schnell. Da war doch ein Safe. Laufen. Zur Not springt er gleich runter. Das ist mir jetzt egal. Oh, komm schon. Lauf. Ja, Mann. Ha! Hat sich gelohnt. Bist du da oben? Okay, leider nicht. Überlebe ich das? Ich komme da nicht mal hoch. Ah! Medipack. Gib ihm. Ja, mach kaputt, ist in Ordnung. Wir müssen den erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Scheiße, die bekomme ich ja auch noch. Mann! Ja, und jetzt? Gott, Mami. Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche ich in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Ich nenne sie Fliegeviecher. Wasser. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Ha, danke schön. Und jetzt Kaffee und Kuchen? Spring, ich fang dich auf! No, why? Auch kein Ding. Das nenne ich nun wirklich Pech. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Alles klar. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Siehst du dieses Gebäude? Gebäude auf dich. In der oberen Etage Gebäude. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Er ist aber der Beste. Die Verkaufsrechnung. Was? Schon wieder? Das ist eine Schrotflinte. Cool. Hat die irgendwas? Keine Ahnung. Oh, die hat einen Laserpointer. Mitnehmen. Zack. M. Ah, da muss ich hin. No. Nein, du siehst mich doch nicht, oder? Lol, one hit, Mami. One hit wonder. Ha, lustig. Wo muss ich hin? Oh Gott! Oh! Da ist man einmal drauf fokussiert, wo man hinlaufen muss. Da kommt so ein Kackviech, Mann. Oh, Schlüssel, wo? Holy! Warte mal. Hier vielleicht. What? Okay. Komm, Schlüssel, irgendwo, vielleicht, eventuell, irgendwo, ein roter Schlüssel. Wo ist der Filter? Nice. Oh, guck mal, eine Kamera. Mehr kommt egal. Wo sehe ich das eigentlich nochmal? Ich habe jetzt keinen Bock, hier zu drücken, nicht, dass er vielleicht den Filter wechselt. Weil das wäre ein bisschen, sagen wir mal, unvorteilhaft. Holy crap, Shotgun. Please. Wow. Ah, okay, da sehe ich's. Das liegt, oder? Ja.
Hätte ich jetzt aber auch gesagt, mein Freund. Oh Gott, ich dachte schon wieder, hier steht irgendwas. Beziehungsweise hier überrascht mich schon wieder irgendwas, wo ich keinen Bock drauf habe. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Lalala, ich glaube nur in die Richtung. Nee, von da komme ich ja, oder? Ja. Hä? Ah, vielleicht mal hochgehen. Soll, glaube ich, eine Option sein, habe ich gehört. Wir haben noch ein bisschen. Was retten? Wen? Dich? Oh, ich glaube, dich kann man nicht mehr so ganz retten. Aber wen soll man denn sonst retten? Oh Gott. Hä? Retten? Leben? Ein Schwarzer! Bleib doch hier! Warum? Ja, der weiß doch gar nicht, ob ich irgendwas tun will, der Sohn. Ah, Aufzug. Now I understand. So, was ist denn so bei dir? Medpack. Medpack ist immer gut. Ich glaube, mit Ding aus, Ding geht noch hier, ne? Alter, schreck mich doch nicht so. Jetzt habe ich noch ein Problem. Wo geht's hier? Jetzt hab ich Mr. Pantor. Ups. Oh Gott, ich bin so... Das mache ich in letzter Zeit so häufig, dass ich einfach mal... Jetzt kommen die natürlich alle... Nein, geh weg! Nein! Ich kann gar keine Glasmaske auswechseln! Andere Probleme, wie die macht Glasmaske! Alles ist gut. Oh, Munition. Wo muss ich hin? Diese Richtung. Gut. Also, gib ihn. So, oh, da ist eine Tür. Hätten da kann ich dann... Mein Gott, bist du hässlich. Geh doch mal weg jetzt. Oh, voll in die Nase. Wisch dich mal ab hier bitte. Das ist widerlich. Danke. Oh, guck mal, ein Filter. Ein Bild. Auch nicht schlecht. Was wollte ich jetzt... Ach. Lustig. Oh, guck mal einer an. Was haben wir denn hier so? Zwei Türen. Die geht nicht auf. Die geht auch nicht auf. Die kann man eigentlich auftreten oder aufschießen oder was auch immer. Aber wenn das Spiel sagt, nö, das machen wir nicht. Wer kann den Tod aufhalten? Die hört sich total wie die Stimme vom Lichkönig von Warcraft 3 an. Hört sich von übelster Sorte so an. Mach das Licht aus. Ich dachte gerade eben schon. Oh, Messer. Wo auch immer das gerade eben lag. Aber ich kann es aufsammeln. Aufsammeln ist immer gut. Kann man da hinten hin? Nein. Lol. Kann man das hier aufmachen? Oh ne, kann man nur Licht und ausmachen. Ah, guck mal. Will Sparta heißen. Naja, würde ich sagen, mach es mir noch ein bisschen gemütlich. Mach mir eine Kanne Tee oder Kaffee, je nachdem. Wechsle meinen Filter aus. Nein, noch nicht ganz. Habe ich noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich meinen Filter auswechsle. Macht's gut und bis dann.